Yeah. Ich will mehr von diesem ganzen Techno. Das ist sowas von Berlin, Freunde. Ich feier dich, Alter. Richtig gut, Mann. Okay, hallo Leute, ich bin Annika. Hi, ich bin John. Und wir beide lieben Filme und Serien. Und über genau das wollen wir heute sprechen, also herzlich willkommen beim Prime Video Club. Beat ist einer der angesagtesten Promoter der Berliner Techno-Szene. Glauben Sie mir, der Junge ist perfekt. Für jeden Geheimdienst von unschätzbarem Wert. Beat ist ein Wunscherfüller. Also Beat, in den ersten 5 Minuten war ich eigentlich schon voll dabei. Und man sieht einfach schon in den ersten 5 Minuten, wie krass es da eigentlich zugeht. Also ich mag Techno eigentlich an sich gar nicht. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch gegenüber der Serie. Aber Gott sei Dank habe ich mir die Serie weiter angeschaut. Denn da passiert ja noch so viel mehr. Das ist ja total verzwickt alles. Das ist alles so unvorhersehbar. Also es packt wirklich ein. Es ist auf jeden Fall nicht langweilig und sie wagen was. Und ich finde, das ist halt super wichtig, dass eine deutsche Produktion mal wirklich was wagt und aus diesem Klischee-Standard rausbricht. Da hat man sich jetzt echt endlich mal was getraut. Es ist wirklich sehr untypisch, wie du schon gesagt hast, für eine deutsche Serie. Und ich finde auch, dass sie international mithalten kann. Mal eine Serie, mit der man auch angeben kann im Ausland, das ist Beat. Ja, endlich! Auf jeden Fall haben sie sich da so ein Thema rausgesucht, das halt auch wirklich so eine breite Masse anspricht, weil das auch so ein Mysterium ist. Das eben, was ich auch verspüre. Ja. Jeder erzählt darüber oder sowas, aber niemand sieht es so richtig. Außer man war da, im Berghain, mittendrin, dem Darkroom. Handys sind verboten, alles ist verboten. Und ich glaube, ich wollte schon immer ins Berghain tatsächlich. Einfach nur, dass ich sagen kann, hey, ich war mal im Berghain. Was mich dann auch wirklich überrascht hat, ist, dass so diese ganzen Techno-Szenen im Club dann meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz kommen. Irgendwie wollte ich ja, wie gesagt, noch ein bisschen mehr davon haben. Ja, aber wenn du mehr davon hören willst, der komplette Soundtrack von Beat gibt es auf Amazon Prime Music. Da sind auch namhafte Producer dabei und dann kannst du das auf und ab hören, kannst den ganzen Tag tanzen im Wohnzimmer. Yeah! Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Musik sind, so der krasseste Kontrast zu Techno ist ja irgendwie Schlager. Ich würde nie einen Techno-Menschen mit einem Schlagermenschen zusammenbringen. Das würde nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Und das ist ja das, was die Serie auch aufgreift. Dann noch in Kombination mit gruseligen Bildern. Ja, ich habe noch eine Idee. Ich habe mir gedacht, so, wir spielen einfach Schlager, wenn wir Leichen zeigen. Der Papa, der macht alles, was sonst keiner gerne tut. Dadurch, dass es dann in deinem Kopf so überhaupt nicht zusammenpasst, macht es die ganze Sache ja noch 10-mal gruseliger. Wie in Horrorfilmen, wenn Kindermusik gespielt wird, obwohl es gerade eigentlich super gar nicht zu der Stimmung passt. Und ihr denkst, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ich will hier wieder weg. Genau dazu passt ja eigentlich auch Kostja Ullmann zu diesem ganzen Kontrastding. Weil ihn kennt man ja eigentlich echt nur aus Teenie-Filmen, aus Romanzen. Er ist der perfekte Schwiegersohn. Und ich finde, er hat seine Rolle als Jasper so gut gespielt. Man fühlt sich einfach unwohl, wenn man ihm zuguckt. Ich will es mir eigentlich gar nicht so genau angucken, so sein Gesicht und seine Art. Ich bin eigentlich sogar ein bisschen blown away über seine Schauspielerei. Wenn das Böse nach Hause kommt, sollte man wissen, auf welcher Seite man steht. Was war eigentlich der Sinn und Zweck seiner Rolle? Ich hab's nicht verstanden. Habe ich mir auch gedacht. Ich war irgendwie anfangs so, okay, gut. Das ist so auch eine zentrale Rolle, so die trägt jetzt auch die ganze Serie mit durch. Und irgendwann war das so, okay, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube halt wirklich, dass diese Rolle einfach dazu da war, um halt wirklich auch noch von anderen Sachen abzulenken. War es wirklich so? Denn ich finde, beide wollten ja eigentlich nur geliebt werden. Das waren halt wirklich, da wurden eigentlich Gegenpole dargestellt. Also einmal Beat mit seiner Elektromusik, er mit seiner Schlagermusik. Beide lieben die Musik, beide sind eigentlich im Herzen gute Menschen. Und beide sind eigentlich echt nur auf der Suche nach einer Familie. Und jetzt hat mir eine Freundin gesagt, dass hier eventuell eine Frau wohnen könnte, die die Mutter meines Vaters ist. Also meine Oma. Ich hab keine Enkel. Aber ein so ein richtig offensichtlicher Unterschied zwischen Jasper und Beat ist ja einfach, dass Beat sich so seine eigene Familie gebaut hat. Also durch diese Techno-Szene hat er da seine Freunde. Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit ersetzt so diese ganze Kultur Techno deine Familie, wenn du keine hast. Ja, aber der eigentliche Bösewicht, das ist ja der Philipp. Ich finde, er hat seine Rolle so gut gespielt, diesen egoistischen, habgierigen, emotionslosen, kleinen Psychopathen.
diesen Narzisst, ich habe so viele Ausdrücke eigentlich für ihn, aber er hat das so gut gemacht, weil eigentlich merkst du ihm das ja gar nicht an. Jenseits unserer Betroffenheit ist Gewalt ein Motor für Gewinn. Ja, er sieht so gut aus, aber ist dann zudem so böse. Also auch wieder erstens der Kontrast und dann zweitens wieder der Kontrast zur Techno-Szene. Er ist ja einfach, er verkörpert ja dann auch irgendwie den Kapitalismus, so alles für ihn, so immer mehr. Und wir ändern jetzt das und das und das. Und da kommt Beat ja dann auch rein und sagt so, hey, wieso denn? Es funktioniert doch alles. Es ist alles quasi mit Liebe gemacht und die Leute wertschätzen das, was wir machen. So, warum muss man jetzt halt hier noch mehr Profit rausschlagen? Nur weil die für ihren Friseur mehr Geld ausgeben als du? Solche Leute kommen nach Berlin, weil Berlin ist, wie es ist. Und dann machen sie daraus Stuttgart. Eine Sache gab es, die konnte er sich nicht erkaufen. Und ich glaube, das war Freundschaft. Freundschaft, genau. Paul, na los, mach schon. Ich kann's. Auf jeden Fall, also auch die Message am Ende, egal wie krass du die Leute manipulieren kannst, wie gefühlskalt du bist, am Ende gewinnt halt quasi die Liebe und die Freundschaft. Und das ist halt irgendwie auch so, das ist voll die süße Endmessage gewesen eigentlich auch. So, ich finde, wir haben jetzt sehr viel über diese Serie geschwärmt. Wir haben jetzt sehr viel darüber erzählt. Und jetzt lass uns mal Tacheles reden, Annika. Wie viele Sterne gibst du der Serie? Ich meine, sie hat nicht hoffentlich, nicht ohne Grund, den Grimme-Preis gewonnen. Übrigens auch die erste Amazon Prime-Produktion, die jemals einen Grimme-Preis gewonnen hat. Also das mag was heißen. Ich persönlich finde auf jeden Fall zu Recht, weil die Serie traut sich was. Es ist mal was Neues. Es ist wirklich erfrischend. Von mir verdiente 4 Sterne. Ich glaube, bei mir wären es auch 4 Sterne. Und wenn wir jetzt schon bei der Sternevergabe sind, wie viele Sterne würdet ihr Beat geben, wenn ihr es schon geschaut habt? Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann ab auf Amazon und angucken. Go and watch it! Dann geht's jetzt direkt weiter mit unserer Watchlist. Annika und ich, wir haben Filme und Serien für euch vorbereitet. Annika weiß noch nicht, was ich mir ausgesucht habe und ich weiß noch nicht, was sich Annika ausgesucht hat. Ich hatte auf meiner Watchlist Hannah. Vielleicht kennen einige den Film Wer ist Hannah? Mit Saoirse Ronan. Kennst du Hannah den Film? Wie gab's mal einen Hin? Wer ist Hannah? Ja. Davon gibt's jetzt auch eine Serie auf Amazon Prime. Und Freunde, Annika, go and watch it. Das ist so eine Serie, die packt dich direkt. Und man denkt sich so, wow. Es geht um ein Mädchen. Sie wächst in den Wäldern auf mit ihrem Papa. Und wird dort trainiert, aber man weiß nicht, warum ihr Vater und sie versteckt im Wald leben und sie wird dort jeden Tag trainiert. Du trainierst mich wie eine Maschine. Wieso? Wir müssen sie finden, bevor sie uns findet. Ich mag dieses Konzept von eine junge Dame hat richtig krass was drauf von wegen Action und sowas. Ihr Vater versucht sie die ganze Zeit von einem Geheimdienst fernzuhalten, man weiß aber nicht warum. Und irgendwann kommt der Geheimdienst dahinter, wo sie dann stecken und sie haut dann eben ab mit ihrem Vater. Warum wird sie verfolgt und warum wird sie jeden Tag trainiert? Auf was wird sie vorbereitet? Genau das ist es, was, glaube ich, die komplette Serie konstant spannend macht. Ich weiß nicht, man hat die Story gesehen, es wurde zu Ende erzählt. Ich denke mir so, warum sollte ich mir jetzt noch 12 Stunden Serie angucken. Genau das gleiche habe ich auch gedacht. Tatsächlich bin ich aber zum Schluss gekommen, dass die Serie sogar besser ist als der Film. Gerade weil die Serie so lang ist. Du fühlst eben viel mehr in diese Story rein. Du kannst dich viel mehr mit den Charakteren identifizieren. Du fühlst halt mit. Da machen auch sehr viele bekannte Schauspieler mit. Joel Kinnaman zum Beispiel hat bei Suicide Squad mitgemacht. Oder auch eine Hauptdarstellerin, die bei World War Z mitgemacht hat. Oder World War Z. Let's not. Und man weiß es nicht. Aber andere Frage jetzt zum Thema, wer ist Hannah? Wer ist Hannah? Wer spielt Hannah? Wer spielt Hannah? Die Hauptdarstellerin Hannah kennt man nicht, aber sie hat das super gemacht, wirklich. Ich würde sogar fast behaupten, sie hat das sogar besser gemacht als Saoirse Ronan in dem Film Wer ist Hannah? Die hat das so gut gespielt, Freunde. Packt es auf eure Watchlist, packt es auf deine Watchlist. Ich freue mich schon auf die 2. Staffel und wir schauen uns jetzt direkt mal den Trailer an.
Also mit meiner Watchlist-Empfehlung hast du auf jeden Fall weniger zu tun, als ich mit der ganzen Staffel Hannah. Okay. Ich habe nämlich einen Film angeschaut, Long Shot. Das ist ein Film von 2019 mit Charlize Theron und Seth Rogen. Also mit ganz vielen THs. Ja. Und ich glaube, den findest du extrem lustig. Es ist wie in Pretty Woman, nur ist sie Richard Gere und du Julia Roberts. Das Schicksal ist auf deiner Seite. Fred, wir gehen zu mir, wir müssen an der Rede arbeiten, jetzt gleich. Bin ich zu dominant? Nein, nein, ganz und gar nicht. Wir machen jetzt genau das, was du dir vorstellst. Und danach drehst du mich um, haust mir fest auf den Arsch und wirkst mich ein bisschen. Oh mein Gott. Wenn man jetzt die zwei Gesichter vor sich hat, dann denkt man sich so, okay, interessante Kombi, ungleiches Paar. Mhm. Das ist auch irgendwie die Story. Charlize Theron spielt eine Außenministerin in Amerika, die jetzt dann eben aber den Weg zur Präsidentschaftswahl antritt. Okay. Also eine sehr anmutige, elegante, selbstbewusste Frau. Mhm. Und dann kommt Seth Rogen in ihr Leben. Ich habe ein riesengroßes Problem. Was ist passiert? Ist das Wasser alles? Sie haben eine Vorgeschichte im Sinne von, sie war 16, er war 13 und sie hat ihn gebabysittet, weil sie Nachbarn waren. Moment. 16 und 13. Warum braucht man mit 13 noch einen Babysitter? Stimmt, das habe ich mich gar nicht gefragt. Ist das normal, Freunde? Ich weiß es nicht. Sie braucht einen Redenschreiber, der aber auch irgendwie so ein bisschen Humor mit reinbringt. Da trifft sie zufälligerweise auf einer Party Seth Rogen. Was machst du mittlerweile? Ich bin Journalist. Er kennt sie, er wurde gerade eben gefeuert aus seinem alten Job, liest dann seine Texte durch und denkt sich so, sein Schreibstil ist hervorragend und er kennt mich. Du musst ihn dir auf jeden Fall auf deine Watchlist setzen, da ist irgendwie alles dabei, also in erster Linie für dich Humor. Dazu kommt, dass die Story echt intelligent ist und eben auch dadurch recht viele intelligente Witze mit einkommen. Es werden einfach gute Werte vermittelt, also es werden so kritische Themen angesprochen wie Sexismus, Homosexualität, die ganze Präsidentschaftsdebatte in Amerika, einfach was da schief läuft und es wird halt eben kritisiert, indem sich darüber lustig gemacht wird. Okay. Aber halt eben auf so eine intelligente Art und Weise. Okay. Es ist auch ein bisschen eine liebe Love-Story dabei. Wir sind fast draufgegangen. Ja, aber nur fast. Wir bringen sie hier weg. Danke, Agent M. Und dadurch ist der Film, finde ich, so im Gesamtpaket einfach super sweet. Mhm. Also auf jeden Fall was man sich anschauen kann. Am besten mit Freunden, weil dann macht der Film, glaube ich, so richtig Spaß. Okay, der kommt auf jeden Fall auf meine Watchlist. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Freunde, was ist denn bei euch auf der Watchlist bei Amazon Prime? Was habt ihr für Filme? Was habt ihr für Serien? Vielleicht können wir das nächste Mal darüber reden. Und ja, ich freue mich drauf. In die Kommentare damit. So Leute, und jetzt wird's spannend. Wir bekommen jetzt gleich Filmplakate gezeigt, die aber extrem verpixelt sind. Und nach löst sich das alles so ein bisschen auf. Und derjenige, der zuerst den Film bzw. das Filmplakat eben errät, bekommt einen Punkt. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt Annika abziehen werde. Und ja, dann würde ich sagen, let's do it. Wow, oh mein Gott. Ein Farbencocktail. Das ist nicht der Film. Ich so. Ach so. Das war die Feststellung. Ich so, was für ein Film? Das sieht aus wie Herr der Ringe. Nein. Ich sag wie eine goldene Schrift unten. Das sieht aus wie eine goldene Schrift, weißt du? Aber da ist zu viel Grün drin. In Herr der Ringe ist alles orange. Ja, so ein Frodo oder so ein Gollum. Ich sag Herr der Ringe. Ich hab keine Ahnung. Da ist was Grünes dabei. Der Hobbit. Nee. Ich sag jetzt einfach die ganze Zeit nein. Oh Gott, das kann halt jetzt wirklich Herr der Ringe sein. Scheiße. Das ist Herr der Ringe. Es ist Herr der Ringe. Das ist der Hobbit. Der Hobbit, und das habe ich auch gesagt. Wie peinlich. Nein, das ist es nicht. Nein. Siehst du mal, Freunde. Avatar. Ich bin nett, du kriegst den Punkt. Ich habe aber auch zuerst. Aber wir haben nicht Stopp gesagt. Stopp, Avatar, jetzt habe ich den Punkt. Okay, du hast den Punkt. Stopp. Batman. Ist es Batman? Sieht aus wie Batman. Ah, das ist ein Kind. Es ist ein Kind. Es ist Hannah. Nein. Stopp. Ah, ja. Jurassic World. Ja, stimme ich dir zu. Jetzt habe ich es auch erkannt. Was ist das? I see blue. Irgendwas mit Wasser? Stopp. Ich weiß es. Wollen wir es gleichzeitig sagen? 3, 2, 1. I am Legend. Es ist Inception. I am Legend.
quietschend. Oh, es ist peinlich. Waren wir beide so. Warte, sag's nicht. Ich, Titanic. Es ist nicht Titanic. Warte, ich habe die Promo dafür gemacht, deswegen kenne ich den Film. Ich muss nur kurz überlegen, wie er heißt, Leute. Nein, das ist ein Pärchen, das küsst sich mit einem Feuerwerk hinten dran. Also ich habe die Feuerwerksdinger animiert dann auch noch. Ich glaube, das war irgendwas wie das Leben ist ein Schicksal. Irgendwas mit Universum. Ja, genau, genau das. Der Film ist es. Moment, das ist ein Astronaut. Ist Gravity. Es dieses Ei? Gravity. Gravity. Alita. Oh, krass. Titanic. Ich kenne den Film, ich habe den Promo gemacht. SF. Voll peinlich, schneide den nicht rein. Ich weiß nur, dass rechts im Bild Jennifer Aniston steht. Und auf der linken Seite ist, glaube ich, Adam Sandler. Ich würde auch sagen, dass es ein Adam Sandler Jennifer Aniston Film ist. Aber ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Es könnte aber auch wirklich Wir sind die Millers sein. Nee, das ist auf gar keinen Fall Wir sind die Millers. Das ist auf jeden Fall dieser Film mit Jennifer Aniston und Adam Sandler. Nein, stopp. Ah, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist voll schwer. Stopp. Gleichzeitig wieder? Eins, zwei, drei. Once upon a time in Hollywood. Tarantino. Ja, aber hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten zu Jennifer Aniston und Adam Sandler. Total. Ich habe keine Ahnung. No idea. Was ist das? Sieht aus wie so ein gemaltes Gemälde mit einer dicken Nase. Gemaltes Gemälde mit einer dicken Nase, ja, okay. Nee. Stopp! Spider-Man. Verdammt! Mann! Immer wenn du es sagst, sehe ich es auch. Und dann ist es so, goddammit. Aber kann ich veto? Was? Nein! Annika, hör auf so. Nein, freu dich für mich, okay? Sei Wir kein schlechter Verlierer. Das jetzt off camera. So, okay. Let's do it. Sei kein schlechter Verlierer, no, okay. Aber vielleicht kannst du das nächste Mal gewinnen. Aber was machst du jetzt? Was muss Annika machen? So, Freunde, ich habe gerade offensichtlich dieses Spiel gewonnen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was die liebe Annika jetzt tun muss. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Sehr kreativ, seid ein bisschen fies. Und ja, ich bin mal gespannt, was bald noch kommen wird. Habt Gnade. Habt keine Gnade. Okay, Leute, das war's mit der ersten Folge vom Prime Video Club. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein und schreibt uns auf jeden Fall ganz viel in die Kommentare, was haltet ihr davon und von dieser Serie und von diesem Film. Und vergesst auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocken. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann checkt auf jeden Fall mal Prime Video ab. Und dann würden wir schon beide sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.